Ad Astra, zu den Sternen. Seid gegrüßt, Bürger der Sterne. Ich werde jetzt doch noch einmal versuchen, die Schiffswaffen zu verkaufen. Es gibt ja noch diese zwielichtigen Stationen und da werde ich mal versuchen, ob ich das in Grimhex vielleicht schaffe. Grimhex ist jetzt natürlich ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich werde gleich mal schauen. Hier so auf dem Weg. Jetzt habe ich es fast erreicht. Mal gucken. Ob ich erstmal mein Schiff hole. Grimhex. Wo ist Grimhex? Wo ist Grimhex? Da kann ich jetzt alle Planeten und Monde und so alles absuchen und das auch die Stationen, weiß ich nicht. Aber es gibt ja Werkzeuge im Internet und zwar die Cornerstone-Seite. Die verlinke ich dann auch im angepinnten Kommentar. Und da Planetensysteme. Ich suche jetzt gerade, ob ich hier irgendwo eine Suche finde. Genau, da Suche. System Stanton. Und da suche ich jetzt einfach mal Grimhex. Ah, wird mir gleich angezeigt. Grimhex wird mir angezeigt. Und wo ist Grimhex? Jela. Jela Stanton 2C. Ah, da habe ich aber ein nettes Gesicht vor mir. Da weiche ich doch lieber aus. Und werde mal schauen. Jela. Was weiß ich, wo Jela ist. Ich habe die noch nicht auswendig gelernt. Nein, da auch nicht. Also wäre es was sogar doch Crusader. Jela, genau, da wo ich eben geguckt habe. Da ist Grimhex, da muss ich hin. Da gibt es jetzt aber keinen Quantumsprung hin vermutlich. Ich hole erstmal das Schiff und fliege erstmal los. Cutlass Black. Hangar 6. Und das wird dann aber echt der letzte Versuch sein, die Waffen irgendwo zu verkaufen. Aber da ich auch in Grimhex noch nicht war, in Grimhex, auf Grimhex, in Grimhex Station. Auf. Schiff ist da und ich habe immer noch den tollen Skin. Wieso stehe ich jetzt so rum? Weil ich einen nach oben offenen Hangar habe. Aber wird das immer schlimmer? Ach egal. Solange das Mädel fliegt. Oh, schon richtig rangehen. Der Kram ist noch da. Gut. Könnte ja interne Aufräumarbeiten gegeben haben. Helmkontrolle. Ich habe ein nettes grünes Outfit. Da nehme ich den. Den finde ich eigentlich gut.
Habe ich mein grünes Band eigentlich noch? Emerald Casing. Ja, ich habe immer noch mein grünes Band. Ich nehme auch vorsichtshalber noch mal eine Pulle mit, glaube ich. Ein Fläschchen. Einsteigen. Starterlaubnis beantragen. Maschinen an. Warten, bis alles richtig auf ist. Ja, das sieht gut aus. Wir können probieren zu starten. Triebwerke und VTOLs umschalten und Höhe gewinnen. Und derweil mal gucken, wie man jetzt nach Grimhex kommt. Crusader war's, Jela war's, Grimhex war's. Oh, da kann ich sogar. Könnte ich, wenn es dann. Was habe ich da gehört? Contact. Quantum Drive, ich hätte vielleicht nachtanken sollen. Ah, das reicht. Jetzt fliege ich erst nach Jela. Jela kann ich auch keine Route setzen. Weit genug weg müsste ich sein. Schauen wir mal, Bajini Point. Da könnte ich auch einmal nach Bajini Point fliegen. Lyria, nö. Oh nein, da komme ich her. Ich fliege jetzt einfach mal raus hier, ein bisschen in der Gegend. Dass ich ein bisschen wegkomme. Und ab da müsste es dann gehen. Bin ich jetzt genau auf der anderen Seite? Scheinbar, ja. Dann gucke ich mal, ob ich zu dem Com-Array komme. Über OM4. Damit suche ich wieder das Dreieck, diesmal unten in der Mitte. Jetzt gucke ich aber gleich, ob ich von hier aus weiterkomme. Ja, das geht, also zumindest nach Crusader. Und dann probiere ich die letzten Schritte auch noch. Der geht nicht.
Dann erstmal nach Crusader. Oh ja, das ist knapp vorbei. Das ist nochmal über einen weiteren Navigationspunkt. Ich finde das schon komisch. Manchmal kannst du durch Planeten durchfliegen. Also das Ziel erfassen. Und manchmal geht da überhaupt nichts. Der hat mir doch angezeigt, ich kann über den Punkt fliegen da. Es ist doch nicht wahr. Dann fliege ich erstmal dahin. Mal sehen, ob ich dahin komme. Mal sehen, was es da gibt. Crew L4. Ich habe das jetzt aber trotzdem einmal unterbrochen. Mit B. Weil ich jetzt versuchen will, vielleicht von hier dann doch direkt dahin zu kommen, wo ich hin will. Nö. Geht nicht. Der Planet ist mir nicht gewogen. Aber jetzt ist wenigstens Crusader direkt da, direkt erreichbar. Und Abflug. So, angekommen. Und nächster Versuch. Jela. Ja, super. Geht schon wieder gleich so los. Port-Olisar. Da komme ich nach Port Olisar irgendwie. Oder dahin. Oder fliege ich über Celine? Ich fliege über Celine. Ich habe jetzt keinen Bock mehr da, dieses Rumgezicke. Das kommt mir vor wie bei, ja, der Deutschen Bahn. Quantum noch überhalb voll. Gut. Aber ich glaube, ich wirke den hier unterwegs wieder ab. So, jetzt. Ist auch nicht so zuverlässig.
Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Orientierungslos im All. Okay. Mobiglas. Da habe ich doch eben Grimhex gesehen. Grimhex? Schon funktioniert's? Muss ich erst nach Jela? Ich komme doch aus der Richtung. Ja, ich muss erst nach Jela. Dann fliege ich erst nach Jela. Tief rechts. Vielleicht kann ich Grimhex auch gar nicht direkt erreichen. Ich probiere es nochmal mit dem Abbremsen vorher. Weil das war jetzt. War doch nicht so. Jetzt weiß ich nicht. Ich sehe wieder nichts. Doch, da sehe ich einen Marker. Mitten rein ins Asteroidenfeld. Na dann, schauen wir mal. Möglichst nicht gegen einen Asteroiden krachen. Landeerlaubnis beantragen. Ah, da habe ich schon. Oh, das geht aber schnell. Tja, wo geht's da jetzt lang, dass ich da irgendwo die Landebuchten finde? Vorne. Das war's, was ich meinte. Na gut. Wenn ich fliegen kann. Boah. Jetzt grüßen wir trotzdem erstmal von außen an. Ach ja, da fehlt dann. Ach komm. Ist jetzt auch egal. Nee, nicht nochmal. Den Felsen kenne ich schon. Brauche ich nicht noch mal. Da. Vielleicht so von oben. Da ist noch ein Loch. Da geht's rein. Lande, also Fahrwerk und Triebwerke umstellen.
Oh, nochmal falsch rum. Oh. Alle Möglichkeiten, die es gibt, falsch zu machen, habe ich jetzt durch. Nicht so viel Speed, ein bisschen vorsichtiger. Hoffentlich kann ich hier reparieren. Das haben wir schon mal geschafft. Triebwerke aus und schauen ins Moviglas, ob es was zu reparieren gibt. Also zu reparieren gibt es was? Ja. Ja. 20.000. Nehmen wir doch. Und dann auch gleich Kraftstoffe nachfüllen. Und jetzt können die Damen und Herren meine unfähigen Pilotenkünste ausbaden. Helm habe ich noch auf? Ja. Die Waffen sind noch da. Noch eine alte Pulle. Luken dicht. Ich glaube, die Grimhexer sind gute. Können gut reparieren. Die haben auch mein Skin hingekriegt. Schade eigentlich. Aber wieder wie geleckt. Sofern man das. Ey, und sogar. Sie haben mir sogar wieder eine Laserwaffe rangebaut und keinen Laserrepeater. Schwein gehabt. Oh, nett. Jetzt store ich mein Schiff. Ich store mein Schiff. Nur noch eine. Ganz schön viele weiße Leute hier. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Hex. Hex, Hex. Ist hier schon was? Fahrstühle. Die hintersten dunklen Ecken. Eine Schleuse. Nein, das tue ich mir jetzt nicht an. Schon unauffällig, ob es hier auch Kisten gibt. Lotkisten. Irgendwelche Abfahrten? Nein. Ach, da geht's zu anderen Landepads. Hier ist medizinische Betreuung, Rezeption. Ich glaube, ich trinke erstmal einen. Ey! Ich war schon mal hier. Das muss in einem anderen Leben gewesen sein. Mal sehen, ob noch was in der Pulle drin ist.
Die scheinen leer zu sein. Exit. Ich gehe mal hier in den Fahrstuhl. Okay, das ist ein Fahrstuhl, der zu Hangaren geht. Ist das auch Hangar-Fahrstühle? Ja, auch Hangar. Hangar. Nein, da wollte ich nicht. Da ist noch ein Fahrstuhl. B sagt mir jetzt alles nix. Fange ich bei B6 an. Ach, das ist die Krankenstation. Ja. Ich glaube, ich bin schon ein wenig verseucht hier. Irgendwie geht mein Leben runter. Ich sollte vielleicht den Helm wieder aufsetzen. Ah, jetzt kein Bock drauf. Helm ist besser. Da kann man runtergehen. Mal sehen. Hier gibt es Bettchen. Nein, nichts zu kaufen, nichts zu verkaufen. Da gibt es sogar eine rote Kiste, ich fasse es nicht. Aber ich kann sie nicht looten. Die sitzen da und warten. Hier sind noch mehr Aufzüge, mal sehen, wo die hingehen. Main Course.
Okay. Ein wenig Fortschritt. Ich wäre lieber nach oben gefahren. Egal, reingucken. Getränke. Und schon wieder eine Schleuse nach draußen. Eine Bar. War ich nicht eben hier? Ja, da war ich eben. Da sieht es nach irgendwas anderem aus. Was gibt's hier? Admin Office. Admin Open. Mhm. Hi. Ich glaube, hier kann ich nichts verkaufen von dem, was ich dabei habe. Nein. Zurück. Okay. Da könnte es Waffen geben. Hallo, ist jemand hier? Gehe ich nicht lang. Hier kann man irgendwie Klamotten verkaufen, kaufen. Ja. Ganz vorsichtig, Bub. Aber auch nur so. Kein Terminal. Oh, nochmal rote Kisten. Nö.
Da ist... Nein. Aber Chubby Blast, da kann man aber jetzt das finden. Hier gibt es wohl wieder Essen und Trinken und Wetten. Sieht schon toll aus. Ein wenig fertig. Open. Aha. Ein Waffenladen. Aber vermutlich kann ich hier keine Schiffswaffen verkaufen. Nee, das sieht nicht so aus. Nein. Keine Schiffswaffen zu verkaufen. Aber es gibt gruselige Helme. Dunkel, alles eher dunkel. Munition. Personal Weapons. Keine Waffen, doch da. Ja, nix für mich. Zumindest momentan nicht. Ich glaube, da war ich schon mal. Das sind bestimmt Unterkünfte. Ja. Hotel. Sieht so aus. Was haben wir hier gefunden? Geräte. Da wird es nichts zu verkaufen geben. Für mich. Nö. Da muss irgendwo, da ist der... Ah, Dampas Depot. Nein, nichts mit Schiffswaffen verkaufen. Jetzt ist die Frage, gibt es hier sowas wie Centermass oder so?
Da war ich schon. Da habe ich reingeguckt, glaube ich. Egal. Runter. Da war der Handwaffenladen da hinten. Oder nein, der war hier vorne. Handwaffen gab es hier vorne. Ja, dann bin ich dann da. Ich kann es nicht lassen. Nein. Na, das ist Klamotten. Der Fahrstuhl zu den Hangars. Hier? Nee, da ist auch nicht. Da war ich aber, glaube ich, auch schon. Das ist doch das Admin Office, genau. Nein. Da nicht. Da bin ich auch schon lang. Dieses 3A habe ich schon mal gesehen. Trotzdem mal. Was passiert danach? Oh, Schwerelosigkeit. Na gut. Habe ich jetzt Lust auf Schwerelosigkeitsexperimente? Oh. Nein, eigentlich nicht. Ich will zurück. Warum steht da Treppen? Den Runterknopf, den habe ich noch nicht so in den Fingern. Der Weg ist besser. Geht sogar gleich auf die Nase. Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
Wo kann ich jetzt noch gucken? Nee. Das war's. Ich werde wieder zurückfliegen. Mein Raumschiff werde ich hier unten finden. Da werde ich jetzt zu meinem Raumschiff kommen. Und dann zurückfliegen. Vielleicht werde ich hier erstmal im Planetensystem noch irgendeine Mission machen, aber das überlege ich dann. Auf bald, Bürger der Sterne. Zu den Sternen. Ad Astra.